Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, nach ein paar Wochen Pause bin ich wieder zurück am Start und heute sprechen wir über Seeker. Allerdings konzentrieren wir uns nicht darauf, wie und mit welchen Waffen man ihn am besten einsetzt, das Video kommt irgendwann später nochmal, sondern wie man ihn optimal auskontern kann. Welche Möglichkeiten man hat und welche die effektivsten davon sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Seeker ist ein lästiger Mech. Mit seiner Fähigkeit Warp teleportiert er sich auf eine Entfernung von bis zu 100 Metern mit dem Plantat sogar 130 Metern hinter einen vorher ausgewählten Mech und kann ihn so binnen Sekunden ausschalten. Das sorgt natürlich für Ärger bei vielen Free-to-Play-Spielern, die sich immer wieder diesem Mech gegenübersehen, ohne zu wissen, was sie eigentlich dagegen tun sollen. Die Möglichkeiten, sich gegen diesen Mech zu wehren, sind allerdings gar nicht so begrenzt, wie man denkt. Einige Bots eignen sich dafür, diesen Mech auszuspielen und auch mit etwas Geschick und guter Reaktionszeit kann man einen Seeker schneller in die ewigen Jagdgründe schicken, als der Gegner Warp sagen kann. Beginnen wir mit den Mechs, die sich am besten eignen, einen Seeker auszuspielen. Der beste Mech dafür ist Bastion. Er ist nicht nur schwer gepanzert, sondern verfügt auch über den sogenannten Explosionsschild. Wird dieser zerstört, erleidet der Gegner einen EMP-Debuff, der je nach Level eures Bastions zwischen 1 und 3 Sekunden andauert. Diese Zeitspanne könnt ihr nutzen, um den Seeker auszuschalten. Und das ist nicht besonders zeitaufwendig, denn Seeker ist nur sehr, sehr schwach gepanzert. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Surge oder Guardian zu nutzen, um den Gegner entweder zu entwaffen oder ihn einem EMP-Debuff erleiden zu lassen. Allerdings muss hier das Timing stimmen. Teleportiert sich der Seeker zu euch und ihr nutzt die Fähigkeit von Guardian oder Surge direkt in derselben Sekunde, in der er sich zu euch teleportiert, haben eure Fähigkeiten keine Auswirkungen auf Seeker und ihr schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge, während der gegnerische Seeker euren Hintern wegschmelzen lässt wie ein Schnuller auf einer heißen Herdplatte. Deshalb wartet, bis der Seeker bei euch ankommt. Wartet dann noch einen kurzen Moment und erst dann löst ihr den Effekt eures Mechs aus. Wenn ihr das beherzigt, könnt ihr einen Seeker mit einem Surge oder einem Guardian gut kontern. Auch Aegis eignet sich bedingt dafür. Teleportiert sich ein Seeker zu euch und ihr habt das Kuppelschild noch nicht geworfen. Wenn ihr es schon geworfen habt, dann wird es kritisch. Aber gehen wir mal davon aus, ihr habt es noch nicht geworfen. Dann werft ihr in dem Moment, wo er sich zu euch teleportiert, die Kuppel. Sprintet nach vorne und verlasst die Kuppel. Bis der gegnerische Seeker euch dann eingeholt hat, ne, der versucht ja dann auch aus dem Schild rauszufahren, weil er kann ja nicht durch euer Schild schießen, habt ihr den Gegner schon längst zerstört, weil ihr könnt schon durch euer Schild schießen. Versteht ihr, was ich meine? Sehr gut. Seid ihr gerade mit einem Mech unterwegs, der sich aufgrund seiner Fähigkeit nicht eignet, um Seeker auszukontern, könnt ihr euch auch anders Abhilfe schaffen. Werdet ihr von einem Seeker angepeilt, das wird einem ja vorher angezeigt, dann hilft es in der Regel, sich mit dem Rücken zu einer Wand zu stellen. Somit kann der Seeker sich nicht hinter euch teleportieren und spawnt entweder neben euch oder sogar auf einer anderen Etage der Map, also ein Stockwerk über oder unter euch und dann, ja, hat er sowieso keine Chance, euch noch rechtzeitig zu erreichen, bevor er wieder zurückteleportiert wird. Das sind die effektivsten Möglichkeiten, einen Seeker auszukontern. Die effektivste ist meiner Meinung nach der Bastion. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.